Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, gestern haben wir die Himmelfahrt Christi gefeiert. Noch leben wir im Alltag auf dieser Erde, die geprägt ist von Leid und Tod. Doch ist dies wie ein Schmerz einer gebärenden Mutter, Wehen der Zukunft, der Welt, die Gott uns bereitet. Herr Jesus Christus, du bist aus Kreuz und Leid zur Herrlichkeit auferstanden. Kyrie eleison. Du hast den Tod überwunden und das Leben neu geschaffen. Christe eleison. Du wirst wiederkommen, die Welt zu richten und zu retten. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Auferstehung und Himmelfahrt deines Sohnes öffnest du uns das Tor zum ewigen Leben. Lenke unser Herz, dass wir auf ihn schauen, den Urheber unseres Heiles, der zu deiner Rechten thront. Und schenke allen Getauften das unsterbliche Leben, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Paulus in Korinth war, sagte der Herr nachts in einer Vision zu ihm: Fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. So blieb Paulus ein Jahr und 6 Monate und lehrte bei ihnen das Wort Gottes. Aber Gallio, Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf, brachten ihn vor den Richterstuhl und sagten: Dieser verführt die Menschen zu einer Gottesverehrung, die gegen das Gesetz verstößt. Als Paulus etwas erwidern wollte, sagte Gallio zu den Juden: Lege hier ein Vergehen oder ein Verbrechen vor, ihr Juden, so würde ich eure Klage ordnungsgemäß behandeln. Streitet ihr jedoch über Lehre und Namen und euer Gesetz, dann seht selber zu. Darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl weg. Da ergriffen alle den Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Gallio aber kümmerte sich nicht darum. Paulus blieb noch längere Zeit. Dann verabschiedete er sich von den Brüdern und segelte zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien ab. In Kenchrea hat er sich aufgrund eines Gelübdes den Kopf kahl scheren lassen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Halleluja, Halleluja. Christus musste leiden und von den Toten auferstehen, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, vor zwei Tagen haben wir in der Apostelgeschichte gehört, wie Paulus in Athen nicht viel Erfolg hatte bei den Philosophen, die skeptisch gegenüber der Auferstehung waren. Und so machte er sich auf den Weg nach Korinth und dort aber, da begannen viele Leute ihm zuzuhören und allerdings in der Synagoge trat eine Spaltung auf, die einen waren für ihn, die anderen gegen ihn. In der Nacht hat er eine Vision, der Herr selbst sagt zu ihm: Rede nur, schweige nicht, viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. Und dann haben wir eine historische Notiz, als aber Gallio Prokonsul von Achaia war. Wir wissen aus Inschriften, dass das das Jahr 51 bis 52 war. Er war nur ein Jahr dort Prokonsul und von diesem Datum aus können wir ziemlich gut die Lebensgeschichte des Paulus rekonstruieren. Die Juden also traten einmütig gegen Paulus auf und klagten ihn an vor dem Richterstuhl Gallius. Dieser verführt die Menschen zu einer Gottesverehrung, die gegen das Gesetz verstößt. Und nun kommt die Antwort des Gallio: Lege hier ein Verbrechen vor, ihr Juden, würde ich eure Klage ordnungsgemäß behandeln. Streitet ihr doch über Lehre und Namen und euer Gesetz, seht selber zu. Darüber will ich nicht Richter sein. Der Evangelist Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, will zeigen, die Christen sind keine Staatsverweigerer, sind gute Staatsbürger. Heute würden wir sagen, es ist ja eine gewisse Trennung von Staat und Kirche. Nicht? Hier geht es ja um ein Religionsgesetz, aber nicht um ein Verbrechen im Sinne des staatlichen Gesetzes. Und darauf ergriffen die Juden ihren Synagogenvorsteher Sosthenes, weil sie meinten, er hat anscheinend die Anklage nicht richtig vorgebracht, und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Nun, interessant ist, dass der Name Sosthenes dann später auftaucht in einem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ist Sosthenes der Begleiter des Paulus? Ob das derselbe ist, wissen wir nicht genau, aber man kann es vermuten, dass dieser Synagogenvorsteher, nachdem er verprügelt wurde von den eigenen Leuten, sich Paulus angeschlossen hat und Christ geworden ist. Im Evangelium, wie schon am Anfang der Messe gesagt, haben wir den Vergleich mit den Wehen einer Frau. So sagt Jesus zu seinen Jüngern: Werdet ihr bekümmert sein, wenn ich nicht hier bin oder beziehungsweise sterbe, aber wenn ich dann wiederkomme, euch mich zeige als Auferstandener, dann wird eure Freude groß sein. Also der Tod wird hier verglichen mit den Wehen, der Schmerz, aber danach ist die große Freude.
Wir können das auch auf unseren eigenen Tod vielleicht anwenden, denn ist nicht unser Tod auch wie ein Übergang von einem Zustand in den anderen, dass wir nämlich durch Schmerz, aber dann zu neuem Leben erwachen? Paulus selbst wendet dieses Gleichnis sogar auf die Welt an. Auch in der Welt gibt es ja noch viel Leid und Schmerz, aber er sagt, im Vergleich, die Schöpfung selber ist wie eine Frau in den Wehen. Eines Tages aber wird die Freude groß sein, wenn wir alle befreit sind als Söhne und Töchter Gottes zum neuen Leben. Amen. In diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten beten wir mit den Aposteln, mit Maria und der ganzen Kirche um die Gabe des Heiligen Geistes für die Menschen der Erde und rufen. Wir beten für die Kirche, dass sie die Benachteiligten, Gequälten und Verachteten in ihre Mitte stellt und ihnen deine Liebe erfahrbar werden lässt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die Spott und Ironie ertragen müssen, dass sie erfahren, dass sie durch deinen Tod und deine Auferstehung eine unvergängliche Würde haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Frauen, die ein Kind erwarten, dass sie sich für das Leben entscheiden und nach den Geburtsschmerzen die Freude über ein neues Leben erfahren dürfen, schenk ihnen Hilfe und Unterstützung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, dass du unser Herz für die Gnade des Heiligen Geistes öffnest, der uns als Botschafter der Liebe Gottes in die Welt sendet. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten in der Intention der Heiligen Messe mit Familie Merzinger, Traudi für verstorbene Oma Barbara Raab. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du wirst kommen und unser Herz wird sich freuen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Taufgnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen, die du für uns bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken,
durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, ja, heilig, ja, du bist allezeit heilig, der Himmel und die Erde bezeugen deine Macht. Hosanna in der Höhe, Hosanna. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
beten wir mit den Worten, die uns der Herr zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieg über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet, seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.